Ey, was geht? Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit einem neuen Video. Endlich mal wieder mit einem College-Football-Video. Ich habe angekündigt, ich sag euch Bescheid, wenn es dann in die richtig geilen Bowl-Games geht. Das mache ich jetzt mit dem Video. Wir reden über die Playoffs, wir reden über die New Year's Six und dann letztendlich auch ein bisschen schon über das Finale. Weihnachten ist jetzt vorbei und jetzt steht eigentlich als riskante Zeit für meine Videos Silvester nicht wirklich, weil man da tagsüber frei, also Zeit hat, was zu machen sozusagen. Und am 1., ich werde nicht wirklich trinken an Silvester, also ist der 1. auch okay bei mir. Der einzige Tag, wo jetzt noch wirklich die Gefahr besteht, dass ich da kein Video schaffe, ist mein Geburtstag. Das ist für euch aus gesehen morgen, also der Sonntag. Und da ist halt relativ volles Programm bei mir, weil halt abends dann auch noch der Spieltag ist, der letzte und so. Da kann ich ja währenddessen auch nicht aufnehmen. Das heißt, wenn ihr am Montag ein Video seht, dann wisst ihr, dass ich das noch irgendwie geschafft habe. Und wenn nicht, dann tut's mir leid, dann habe ich das einfach wirklich nicht geschafft. Nochmal ein Aufruf, neues Jahr, neue Kleidung. Ist logisch, Link für meinen Shop ist in der Beschreibung. Wenn ihr irgendwas holen wollt, was erstens natürlich cool aussieht, zweitens bequem ist, nach jeder einzelnen Rückmeldung, die ich gekriegt habe, und drittens mich noch ein bisschen unterstützt, dann guckt einfach mal auf der Seite vorbei, ob euch da was gefällt. Kommt demnächst vermutlich auch neues Zeug rein. Ich habe schon ein paar Wünsche von euch gesehen. Oh, ich bin ins Auge gestochen gerade. Oh, ich Dummkopf. So, es haben ja schon ein paar Bowl-Games stattgefunden tatsächlich. Ich habe euch dazu nichts gesagt, denn bis jetzt waren wirklich... Also jetzt in der Retrospektive kann man sagen, dass sie erstens nicht so wirklich gut waren. Wie gesagt, jetzt im Nachhinein betrachtet, das kann man halt vorher nicht so wirklich wissen. Und sie waren auch nicht für mich persönlich zumindest so reizvoll, dass ich gesagt habe, okay, da richte ich jetzt ein extra Video drauf aus. Deswegen könnt ihr euch sicher sein, dass die wir jetzt haben, richtig geil sind. Es gab zwar dann tatsächlich so ein, zwei coole Spiele die letzten Tage. Für mich natürlich besonders cool, dass Miami richtig hoch verloren hat gegen Wisconsin. 35-3 ist das Spiel ausgegangen. Und ich glaube, Miami hatte irgendwas mit 50 Passing Yards und Wisconsin 70 oder sowas. Aber der große Unterschied dann natürlich, Miami ungefähr 120 Rushing Yards oder sowas, glaube ich. Und die Hälfte davon mit einem sehr langen Lauf. Und Wisconsin hatte 333, ich habe hier die Grafik gerade vor mir. Also deutlich mehr Rushing Yards und da Wisconsin komplett dominiert. Also das ist für mich als Florida State Fan natürlich schon mal ein bisschen Trostpreis dafür, dass wir kein Bowl-Game haben dieses Jahr. Jetzt als erstes Wichtigstes überhaupt, was sind die New Year's Six? Die New Year's Six sind die 6 großen Spiele um Neujahr drumherum. Also 3 davon davor, 3 davon danach. Und das sind wirklich die Bowl-Games, in die man letztendlich rein will. Natürlich möchte man logischerweise in eins der beiden Halbfinalspiele, aber wenn man das nicht geschafft hat, dann ist der nächst bessere Schritt quasi, dass man in eins dieser neuer 6 Bowl-Games sozusagen reinkommt. Und um die Spiele geht's heute, die stelle ich euch vor, ich sag, wer da spielt und ich tippe drauf, wer gewinnt. Die Spiele sind glücklicherweise so eingetaktet, dass man die theoretisch alle gucken kann. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die alle gucken werde. Wie gesagt, die 3 oder die 2 wichtigsten auf jeden Fall, die Halbfinalspiele, sind für euch aus betrachtet, wenn ihr es direkt am ersten Tag, am Samstag anguckt, heute Abend bzw. heute Nacht. Also ganz, ganz wichtig, unbedingt aufpassen. Es fängt alles an, die Neujahrs-6 Spiele, mit dem allerersten Spiel heute Abend am 29.12. um 18 Uhr. Wir haben Nummer 10 Florida, die spielen gegen Nummer 7 Michigan. Das Spiel wird hoffentlich sehr spannend. Wie gesagt, wenn die Zahlen eng beieinander sind, ist es erstmal schon immer ein gutes Zeichen. Muss aber auch nicht zwangsläufig was bedeuten, weil zum Beispiel ein Team mit einem verletzten Quarterback spielen kann oder weil ein Team am Anfang richtig gut gespielt hat und dann die letzten 2, 3 Spiele richtig schlecht gespielt hat und verloren hat, dann hat man trotzdem noch eine relativ hohe Nummer, ist aber eigentlich nicht mehr wirklich auf dem Niveau. So, deswegen kann man sich nicht drauf verlassen, aber man kann sich ein bisschen danach richten. Und 10 und 7 ist halt logischerweise, das muss ich euch nicht erzählen, schon echt eng beieinander. Ich hoffe, das wird ein richtig cooles Spiel. Ich habe hohe Hoffnungen in Michigan gesetzt. Die waren ja 1, 2 Wochen, bevor dann die Playoffs bekannt gegeben worden, beziehungsweise bevor Michigan dann verloren hat gegen Ohio State, waren die auch immer noch mein Tipp, in die Playoffs zu kommen. Also das ist eigentlich ein richtig, richtig gutes Team. Florida war dieses Jahr auch ziemlich gut. Ich denke, die sind mit 10 immer noch zu hoch bewertet. Und ich habe immer noch so ein kleines bisschen Hoffnung, dass Michigan die komplett fertig macht. Denn, wie gesagt, Florida State hat kein Ballgame gekriegt, eine richtig schlechte Saison. Miami hat eins, Florida hat eins. Und wenn die jetzt wenigstens beide hoch verlieren könnten, da wäre ich ganz froh drüber. Aber Florida, wie gesagt, auch eigentlich ein ziemlich starkes Team. Also die sind in einem Spiel auch definitiv in der Lage, Michigan zu schlagen. Sie wären theoretisch auch in der Lage, Michigan hochzuschlagen. Das kommt alles wirklich drauf an, wie die Michigan Defense spielt, meiner Meinung nach. Wenn die einen richtig guten Tag erwischen, dann hat Florida letztendlich 6 Punkte. Und wenn die einen akzeptablen Tag erwischen bis schlechten Tag, dann traue ich Florida tatsächlich schon relativ viel zu.
Insgesamt sollte Miami, ich sag die ganze Zeit Miami zu Michigan, weil ich in diesem Florida-Modus drin bin. Insgesamt sollte Michigan das Spiel aber definitiv gewinnen. Die Spiele jetzt haben erstmal so 4 Stunden Abstand ungefähr. Also das nächste Spiel ist das erste Halbfinalspiel. Wir haben Nummer 3 Notre Dame gegen Nummer 2 Clemson am 29. Also wie gesagt, am gleichen Tag. Heute, wenn ihr es noch am Samstag guckt, um 22 Uhr. Und das ist der Cotton Bowl Classic. Wie gesagt, erstes Halbfinalspiel. Also wer dieses Spiel gewinnt, kommt dann ins Finale und spielt um den College-Football-Titel. Die letzten paar Jahre hatten wir in dem Finale ja immer Clemson gegen Alabama. Deswegen wäre ich ganz dankbar, wenn es vielleicht nicht Clemson-Alabama wird. Ich meine, im besten Fall wird es natürlich Notre Dame gegen Oklahoma, dann hat man komplett andere Teams. Ah, es wird schwer, weil wir haben auf 1 und 2 von den Rängen her, also die beiden vermeintlich stärksten Teams sozusagen, haben wir wieder Alabama und Clemson. Aber Notre Dame ist ungeschlagen, die haben kein Spiel verloren, genau wie die beiden vor ihnen. Und deswegen könnte das Ganze eine echt richtig spannende Nummer sein. Ich gucke hier besonders auf die Receiver auf beiden Seiten. Notre Dame, gerade jetzt so aktuell, haben die ein paar richtig gute Receiver. Und Clemson ist zusammen mit Alabama eins der Colleges, was dafür bekannt ist, in den letzten Jahren, oder ich sag mal im letzten Jahrzehnt, wirklich konstant richtig gute Wide Receiver rauszubringen. Da könnt ihr euch in der NFL mal angucken, wo da die richtig guten Wide Receiver herkommen. Da werdet ihr auf jeden Fall das ein oder andere Mal Alabama und Clemson sehen. Also ich weiß nicht, was sie mit ihren Recruits machen, aber das ist verrückt. Deswegen werden die Receiver in dem Spiel werden richtig interessant sein für mich. Natürlich gerade für die Leute, die eher so Casual College Football gucken und ihr Herz schon mehr bei der NFL haben. Für die kann man definitiv sagen, guckt euch die Defensive Lines an und da auch hauptsächlich die von Clemson. Denn die Jungs, die werden in den nächsten 2 Jahren alle höchstwahrscheinlich große Namen im Draft sein. Beziehungsweise schon in diesem Draft, jetzt hat man da ein paar dabei, die richtig, richtig hochgehen werden. Definitiv ein paar Erstrunden-Picks dabei. Also da guckt auf jeden Fall mal hin. Gerade natürlich, wenn euer Team Defensive Line braucht. Ich hoffe sehr darauf, dass Notre Dame gewinnt. Clemson natürlich auch in der ACC, also ein direkter Konkurrent von Florida State. Ich weiß nicht, ich kann Clemson ganz, ganz schlecht einschätzen, weil die ein paar Spiele dabei hatten dieses Jahr, wo die echt gewackelt haben. Notre Dame für mich souveräner in den meisten Spielen, aber Clemson vom Potenzial her ein Ticken drüber. Vielleicht eins der besten Running Games im Land. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, denke ich, dass Clemson gewinnt, aber ich hoffe auf Notre Dame. Nächstes Spiel dann nochmal 4 Stunden später und das ist das andere Halbfinale. Also wie gesagt, die beiden Halbfinals heute Abend bzw. heute Nacht. Das ist der Orange Bowl am 30.12., also in der Nacht vom 29. zu meinem Geburtstag. Um 2 Uhr nachts haben wir Nummer 4 Oklahoma gegen Nummer 1 Alabama. Und das ist natürlich auch das Duell, was ich in meinem letzten College-Video schon mal angemerkt habe, der beiden Heisman-Favoriten. Einer davon, natürlich Kyler Murray, hat die Heisman-Trophy gewonnen. Und der andere, Tua Tagovailoa, hat andere Quarterback-Preise und andere bester Spieler des Landes-Preise gewonnen. Also wir haben da zwei der eventuell besten College-Football-Spieler dieses Jahr auf den Quarterback-Positionen. Wir haben bei Oklahoma eine extremst gute Offense. Gott sei Dank ist Marquise Hollywood-Brown ist scheinbar wieder am Fit werden. Also der wird wohl spielen können. Ich habe ihn zumindest schon Routenrennen sehen ohne Stiefel und alles. Kyler Murray ist da. Tua sieht aus, als wäre er fit. Also das wird höchstwahrscheinlich ein richtig, richtig geiles Spiel. Das Problem ist, Alabama könnte man inzwischen dieses Jahr vielleicht sogar schon als offensives Team bezeichnen. Kommt euch eventuell nicht komisch vor, aber wenn ihr die letzten Jahre schon ein bisschen mehr College Football geguckt habt oder einfach wisst, wofür Alabama steht, dann ist das echt merkwürdig. Aber natürlich haben die trotzdem noch ihre bärenstarke Defense und genau das ist das, was Oklahoma unglaublich fehlt. Die haben einfach wirklich keine Defense. Das heißt, wenn Oklahoma dieses Spiel gewinnen will, dann werden das extrem viele Punkte. Das wiederum heißt, wenn Alabama das Spiel langsam mit wenig Punkten halten kann und wenn die Defense vielleicht 1-2 Stops kriegt, eventuell reichen 1-2 Stops, dann denke ich, Alabama gewinnt. Hier bin ich mir schon echt relativ sicher, dass Bama gewinnt. Aber wie gesagt, wenn die Offense von Oklahoma, wenn da Kyler Murray, wenn die Receiver von dem einen richtig, richtig guten Tag haben, Running Game von mir aus auch, dann kann es ein langer Tag werden für Alabama und dann können Leute, die auf richtig viele Punkte stehen, vielleicht auch auf ihren Geschmack kommen. Es könnte tatsächlich ein Spiel sein, wo beide Teams über 40 Punkte am Ende erzielen. Auch wenn das gegen die Alabama Defense erstmal gemacht werden muss. Ich sag, Bama gewinnt. Dann gehen wir ins neue Jahr. Am 1.1. abends sind wir jetzt. 19 Uhr gibt es da den Fiesta Bowl zwischen Nummer 11 LSU und Nummer 8 UCF. Vielleicht auch das ein ganz interessantes Spiel, weil ich natürlich schon mal mein extra Video über UCF gemacht habe, warum die nicht in den Playoffs sind, obwohl sie ungeschlagen sind und so weiter und so fort. Das Ganze ist
ein kleines bisschen ärgerlich, weil ich mir eigentlich gewünscht hatte, dass UCF sowas wie entweder Ohio State oder Georgia kriegt, also einen ganz, ganz hohen Rang. Denn ich sag mal so, wenn UCF dieses Spiel jetzt gewinnt, wäre es natürlich beeindruckend und alles, aber die können immer noch nicht so wirklich was an ihrem Argument ändern. Denn das Argument, was viele Leute, die halt dagegen sind, dass sie in die Playoffs kommen, die sagen, beruhigt euch, UCF ist nicht so gut, die spielen nur schlechte Gegner. Der Standpunkt, bei dem ich so ein ganz kleines bisschen bin, diese Leute könnten dann immer noch sagen, ja, okay, ihr habt LSU geschlagen. LSU ist so inkonstant dieses Jahr. Die spielen mal richtig gut, mal richtig schlecht. Das heißt nichts. Wenn UCF ein Team wie zum Beispiel Georgia, was Nummer 5 ist insgesamt, oder Ohio State schlagen würde, dann könnte man sie nicht mehr ignorieren. Dann muss man sie ernst nehmen. Und ich denke, dass manche Leute sie tatsächlich immer noch nicht ernst nehmen werden, falls sie LSU besiegen sollten. Wenn LSU gegen sie gewinnt, werden die UCF-Leute wieder sagen, ja, unser Quarterback ist nicht dabei. Deswegen ist das Spiel leider nicht so cool, wie es hätte sein können. Aber ich werde es definitiv trotzdem gucken, einfach um zu sehen, wie UCF sich schlägt gegen ein vermeintlich stärkeres Team. Dann auch wieder 4 Stunden später, also am 1.1. um 23 Uhr haben wir Washington gegen Ohio State, also Nummer 9 gegen Nummer 6 im Rose Bowl. Das wird auch ein cooles Spiel. Ich denke, dass die Karten da, oder die Karten, ich weiß nicht, dass die Stärken, die Vorteile eindeutig bei Ohio State liegen in dem Spiel. Ich denke, das müsste ziemlich eindeutig sein. Aber ich bin auch dafür bekannt, immer eigentlich, Washington, sowohl als auch Washington State, als auch zum Beispiel Wisconsin, also quasi alles, was mit W anfängt, zu unterschätzen. Das heißt, eventuell packt Washington da einen aus und das wäre ein Statement-Sieg, wenn Washington es schafft, in einem Bowl-Game, in einem New Year's Six Bowl-Game gegen Ohio State zu gewinnen. Wie gesagt, ich tippe auf Ohio State und mir ist aufgefallen, dass ich eben vergessen habe zu tippen. Ich tippe auf LSU. Dann das letzte Spiel der Neujahrs-6-Spiele. Wir haben den Sugar Bowl zwischen Nummer 9 Texas und Nummer 6 Georgia am 2.1. um 2.45 Uhr, also in der Nacht vom 1. zum 2. Vielleicht ist das ein Spiel für die Leute, die Silvester richtig hart feiern und dann erst abends oder nachts am 1. sozusagen aufwachen, erst in der Nacht zum 2. und dann da einfach ein bisschen wach sein müssen, einfach weil der Biorhythmus kaputt ist. Wenn das bei euch zutrifft, dann guckt euch einfach das Spiel an. Es könnte ein richtig gutes sein. Texas hat mehrfach in der Saison gezeigt, dass sie ein richtig, richtig starkes Team sein könnten. Und viele Leute haben das Argument gebracht, dass Georgia eventuell hätte reinkommen sollen über Oklahoma. Übrigens hier, um nochmal auf die Grafik einzugehen, ich habe es vorhin schon richtig gesagt, hier in der Grafik ist es falsch. Georgia ist natürlich das Nummer 5 Team im Land, nicht das Nummer 6 Team. Das ist mein Fehler, das habe ich falsch gemacht. Ich denke auch, dass Georgia einfach eine Größenordnung zu groß ist momentan dieses Jahr für Texas. Also wenn Texas das Spiel gewinnt, dann vielleicht nur, weil Georgia ein bisschen die Motivation fehlt. Weil wenn sie tatsächlich damit gerechnet haben oder hätten, wie auch immer, dass sie in die Playoffs kommen und man jetzt sagt, nee, ihr habt die Playoffs leider verpasst, ihr seid quasi das erste Team, was nicht in die Playoffs darf, das kann ich mir schon vorstellen, dass das ein bisschen die Energie rausnimmt. Vielleicht kommt auch, was man als Georgia-Fan hoffen sollte, so eine Jetzt-erst-Recht-Einstellung raus von wegen, ihr sagt uns, wir sind nicht gut genug für die Playoffs, bumm, jetzt hauen wir Texas hier 45-0 weg und dann wisst ihr, dass wir eigentlich gut genug gewesen wären. Ah, ich weiß nicht. Das kann ich halt ganz schlecht einschätzen, wie es läuft. Ich denke trotzdem, dass Georgia gewinnt. Ja, ich denke, dass Georgia gewinnt. Ich werde, wenn ich es schaffe, hoffentlich, ich denke, ich werde es schaffen, irgendwann noch ein Video machen über die ganzen Spiele, also im Nachhinein, wie sie gelaufen sind, was passiert ist, was meine Meinung dazu ist. Quasi wie ich das während der ganzen Saison gemacht habe, als College-Football-Rückblick sozusagen. Und in diesem Rückblick werde ich höchstwahrscheinlich dann auch über das Finale reden. Das Finale ist in der Nacht vom 7. zum 8. und ist natürlich zwei der Teams. Also entweder du hast Oklahoma gegen Notre Dame oder Clemson oder du hast Alabama gegen Notre Dame oder Clemson. Also wie gesagt, die beiden Sachen werde ich dann so ein bisschen kombinieren. Einmal den Rückblick auf die New Year's Six Bowls und dann natürlich die Vorschau und mein Tipp für das College Football Playoff Finale. Da habe ich schon richtig Bock drauf. Diese Halbfinalspiele werden so geil. Ich weiß, mit einem Auge ist man schon drauf, dass sie bald vorbei ist, die Saison. Aber jetzt sind wir in der geilsten Zeit der Saison, also freut euch drüber. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr noch ganz, ganz schnell ein Like da lasst. Das hilft mir mehr, als ihr denkt und dem Kanal natürlich auch. Wenn ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video. Bis dann. Ciao.